Wie man so ein Band macht, zeige ich euch heute. Wir benötigen dazu zwei so Häkelhaken, wie sie immer in den Verpackungen mit dabei sind, neonfarbene Gummibänder in drei Farben und einen Verschlusshaken und einen schwarzen Gummiring für den Anfang. Hier könnt ihr aber auch eine neonfarbene nehmen. Ich nehme hier nur schwarz, damit ihr das im Video besser seht. Ich nehme einen schwarzen Gummiring und wickle ihn dreimal um den Haken. Danach nehme ich zwei Gummiringe in Pink und ziehe sie durch diese drei Schlingen und lege sie wieder auf den linken Haken. Dann wende ich. Nun nehme ich den zweiten Haken, steche in die ersten zwei Schlingen ein und hole zwei blaue Gummibänder durch und ziehe auch hier den Anfang wieder auf den linken Haken. Dann steche ich in die restlichen zwei Schlingen ein, nehme wieder zwei blaue Gummiringe, ziehe sie durch und lege den Anfang wieder auf den Haken. Nun habe ich acht blaue Schlingen auf der rechten Nadel. Nun wende ich, dann habe ich sie links, nehme nun die freie Häkelnadel und steche in alle acht Schlingen ein. Dann nehme ich zwei pinkfarbene Gummiringe und ziehe diese durch alle acht Schlingen durch und lege den Anfang wieder auf die Nadel. Nun habe ich vier pinkfarbene Schlingen auf der rechten Nadel. Danach wende ich, nehme nun wieder die freie Häkelnadel und steche in zwei Schlingen ein. Danach nehme ich zwei grüne. Hier könnt ihr die Farben natürlich frei wählen. Ihr könnt auch weiterhin mit Blau arbeiten. Steche dann in die nächsten zwei und nehme wieder zwei grüne und lege den Anfang jeweils wieder auf den Haken. Nun habe ich acht Schlingen, wie zuvor bei Blau auch. Dann wende ich, nehme die freie Häkelnadel, steche in alle acht Schlingen ein, nehme zwei pinkfarbene Gummiringe und ziehe sie durch und lege den Anfang wieder auf die rechte Nadel. Dann wende ich, steche wieder nur in die ersten zwei ein, nehme blau, zwei blaue Ringe und arbeite wie zuvor. Nun habe ich wieder die 8 auf der rechten Nadel. Ich wende, nehme die freie Häkelnadel, steche durch alle 8 Schlingen ein, nehme zwei pinkfarbene Gummiringe und ziehe sie durch und lege dann den Anfang wieder ebenfalls auf die rechte Nadel. Nun wende ich und nun wiederholen sich diese zwei Arbeitsschritte eben ständig. Einmal habe ich am Ende der Reihe nur vier Schlingen nach Pink und bei Grün und bei Blau habe ich am Ende der Reihe acht Schlingen, durch die ich dann nach dem Wenden komplett einsteche
und wieder mit zwei pinkfarbenen Gummiringe zurück auf nur vier Schlingen komme. Und so arbeiten wir, bis das Band lang genug ist. So, das Band ist nun lange genug. Ich beende es nun, nachdem ich zwei pinkfarbene Bänder eingezogen habe, und ziehe diese linken zwei Schlingen unter den rechten durch. Ziehe nun diese restlichen zwei lang und schiebe hier den Verschlusshaken ein. Danach nehme ich auf der anderen Seite diese schwarzen drei Schlingen und schiebe auch hier nach und nach den Verschlusshaken ein. Hier könnt ihr also gerne zu Beginn ein pinkfarbenes Band nehmen. Ich habe nur schwarz genommen, damit ihr das Ganze eben besser seht. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Band.